Wir gehen jetzt Black Friday Shopping, obwohl es noch Donnerstagabend ist. Aber wir haben jetzt gerade irgendwie so eine Stunde oder so nach Sales und Angeboten und so alles rausgesucht. Und deswegen gehen wir jetzt Black Friday Shopping. Wir gehen zum Fashion Valley, das ist so eine Mall. Und dann werden wir da ein bisschen kaufen gehen und ja, mal sehen, wie das so wird. Ich freue mich ein bisschen gerade, weil es ist halt so in der Nacht und ja. Mal sehen, wie mein erster Black Friday so wird. Bye. 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 Drive safely, Carolyn. I will. Ha. I know it's a dangerous night out there. I will be very, very safe. Here you go. It's opening. Oh, wait. Let's go. Oh my $10. Okay. Wait, I just want it to still be here when I come here. I never saw this. Wait, your cup? Oh no, we're not doing self-checkout. Oh, I thought you were open. No, no, no. I got it. Ooh, that's pretty. I like it. I like you. And I want you. Ooh, get the lights. I like you. And I want you to want me, to want me too. Und es war so crazy, also es waren so viele Menschen da und dann auch so, aber der Sale war auch richtig gut. Also manche Sales waren einfach nur so, nee, aber manche waren so gut. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen
eingekauft und deswegen wollte ich es jetzt mal ganz kurz zeigen. Okay, also zuerst waren wir bei Abercrombie & Fitch und da habe ich mir einfach ein Abercrombie T-Shirt gekauft. Ja. Und dann habe ich mir dieses Body Spray von Abercrombie & Fitch gekauft. Und dann bei Victoria's Secret habe ich mir fünf von den Body Sprays gekauft und die waren 5 für 25 und normalerweise ist 1 für 18. Ich und meine Haushilfs, wir haben dann uns das so geteilt und dann, wenn man über 75 Dollar gekommen ist, dann hat man sowas gekriegt und dann habe ich diese Victoria's Secret Tasche. Okay, die ist richtig groß, okay. Die ist echt groß. Okay, ja, die ist echt groß. Also diese Tasche. Diese Tasche habe ich dazu bekommen. Die werde ich wahrscheinlich benutzen, um zu Waterfall zu gehen. Zu meinem Training. Okay, und dann war ich noch bei Hollister. Und da habe ich mir dieses Hollister T-Shirt, diesen Hollister Pullover. Hier. Diesen Hollister Cardigan und diesen Pullover hier gekauft. Und ja, das war's. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, gibt es dem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Tschüss!